Hallo Welt, da sind wir wieder. Und heute scheint hier irgendwie der Wurm drin zu sein. Nicht nur hier im Kampf, auch bei diversen Hardware-technischen Problemen. Ja, die Aufnahme vorhin war wieder ein Fail. Also nochmal das Ganze. Todeskralle, Messerklaue, ach so. Immerhin ist es nur einer. Glaubst du? Ja, ich bin gut gelaunt, trotz allem. Das kann mich doch gar nicht. Das macht mir doch gar nichts. Ich habe Schlimmeres erlebt. Das Festplatten, die voll sind. Myologs, die angreifen und irgendwas mit der Hardware anstellen. Ja, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Ich dachte, es wäre eine wirklich gute Idee, irgendwie den Festplattenspeicher zu erweitern heute Mittag, heute Vormittag. Und habe dadurch dann jetzt, glaube ich, ja, mehr Schaden angerichtet, als mir lieb war. Ah, wir wollen die Eier. Oh. Schock! Aber beim zweiten Mal ist das nicht mehr so gruselig. Okay. Aber ich habe wenigstens so getan, als hätte ich mich erschrocken, habt ihr gemerkt. Ja, es tut mir leid, dass ich spiele das eben lieber live oder fast live schon mit Aufnahmen dabei, aber mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Entschuldigung, wenn ich etwas genervt wirke, das kommt euch nur so vor. In Wirklichkeit bin ich super gelaunt. Und ich nehme Kaliber 50 und 5 56er Patrone und 38er Patrone. Und kann ich diese Angel nehmen? Ja, kann ich nehmen. Okay, mehr gibt's hier gar nicht. Highway ist total zerstört. Was liegt hier? Nur Fisch? Nur Fisch. Okay. Aber, haben wir denn jetzt Sonstiges? Hilf bei der Verteidigung von Außenposten Simonia. Und das machen wir jetzt. Und da wir das jetzt schon zum dritten Mal, zweiten Mal, ach ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr als einmal spielen, werden wir jetzt überhaupt nicht nach Simonia hin. Denn wir wissen, was da los ist. Das schaffen wir eh nicht. Wir werden sofort getötet, wenn wir dort ankommen. Wir müssen von Ten Pines Bluff starten und da geht's jetzt hin. Weil es der nächste Ort ist, ganz in der Nähe von Außenposten Simonia. Ja, deswegen starten wir von dort, aber auch dort geht's ganz schön ab. Supermutanten, warum verrate ich das eigentlich? Das soll doch für euch einigermaßen spannend bleiben, oder? Bleibt es aber nicht, wenn ich vorher schon alles verrate. Genau, 1000 Siedler und keine Gegner. Genau wie vorher. Supermutanten, Schadenmützler. Okay. Ups, diesmal nicht so gut wie beim letzten Mal. Okay. Dann speichern wir damit. Okay, das war's. Und ab hier habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser, wäre alles ziemlich gut. Ihr auch? Kronkorken, 38er Patrone, Fleisch von Weichschalen, Myologs, Planke und Impro-Gewehr. Bist du sicher, dass es hier lang geht? Überhaupt nicht, mein Junge. Überhaupt nicht. Was ist da gerade passiert? Lass nicht zu, dass sie mir wehtun. Findet sie. Wo ist derjenige, welche, der da hier so ein
Supermutanten-Scharmützler war. Kronkorken 38er Patrone, Red Skorpion Fleisch, glaube ich. Planke und Impro-Gewehr. Gut, dass das vorbei ist. Was ist das? Ach, er schon wieder. Träumen von einer Karriere in der Wissenschaft. Sind die Minuten wieder da. Echt? Ich hoffe, diesmal bleiben sie auch da. Ja, leider können wir euch den Gefallen nicht tun, aber wir gucken mal, was aus dem Post, nee, Ten Pines Bluff braucht. Wasser nämlich. Wir brauchen sie. Definitiv. Ja, ich brauche euch auch. Ich brauche euch auch. Wofür? Das ist der falsche Weg. Du bringst mich gar nicht nach Hause, oder? Ja, wir müssen ganz kurz woanders. Oh, wenn der jetzt die ganze Zeit so nervt. Naja, es ist ein Kind. Mitarbeiter gesucht. Noch heute bewerben. Wasser, Wasser, sie wollen doch nur Wasser. Komm schon, Wasser. Naja, dann brauchen wir das doch nicht. So, seid ihr denn nun zufrieden? Habt ihr genug Wasser? Habt ihr denn genug Wasser jetzt hier in Ten Pines Bluff? Ihr habt genug. Es geht weiter. Junge, komm mit. Oder bleib hier. Wenn du so nervst, bleib lieber hier. Wir müssen schnell zum Außenposten. Können wir runter? Ja, können wir. Waren wir hier nicht schon? Da waren noch Hunde oder sowas. Da unten lag auch jemand drin. Da leuchtet es auch. Verdammt, wir haben keine Zeit. Wir müssen weiter. Ich weiß nicht, wer den Außenposten Simonia jetzt angreift, aber es war ziemlich was los dort. Und man sieht's schon. Es kann schon was los. Und ich dachte, uns erwarten hier ein paar Raider. Was genau erwartet uns hier? Abgeschlossen. Wir haben nicht einmal hier geholfen, aber okay. Was war das? Legendärer Gunner. Ausgezeichnet. Oh yeah, was hat er? Kniekracher, mächtig, Kampfgewehr. Chance von 20% auf Verkrüppeln des Beins des Gegners. Oh, aktuelle Mods. Wunderbar. Mächtiger Verschluss. Kurzer perforierter Lauf. Rückstoßdämpfer, Kolben. Mittleres Schnelllademagazin. Reflexvisier, Kreis. Und großes Bajonett. Großes Bajonett? Mhm. Schaden 51. Und Feuerrate 33. Reichweite 101. Und Präzision 79. Ganz schön Gewicht, das Ding mit 17,1. Das nehmen wir mit, die Kronkorken auch, die 45er Patrone auch und den 38er Patrone Kampfgewehr nochmal. Der war aber gut ausgerüstet, was? Gedämpft Polymer, Kampfrüstung, rechte irgendwas. Kampfrüstung Harnisch und linke Armkampfrüstung und eine Militäruniform und wir sind überladen. Ein einziger. Für einen einzigen sind wir jetzt hierher gekommen. Da müssen noch mehr sein. Da oben liegen welche, okay. Es liegen sogar einige. Der eine zappelt noch. Okay, Gunner Recruit. Er hat eine Fusionszelle. 556er dabei, Patrone. Laserpistole, grünes Gunner-Halstuch. Okay, schmutzige Armee-Uniform. Und der dritte. Da leuchtet irgendetwas. Wieder so ein Pilz? Ja, Pilze. Gunner, Soldat, Kronkorken, Fusionszelle, 45er Patrone, 38er Mais, Gummibonbons und Kampfscharfschützen, Nachtsicht, mächtig, irgendetwas, Kickball, Kampfrüstung, Harnisch, Kampfrüstung, rechtes Bein und Gunner, Harnisch. Zum Glück sind wir da, wo wir sind, denn dann können wir gleich hier ein bisschen was ablegen. Es waren drei, oder? Da liegt da noch irgendetwas. Tatsächlich. Das scheint da schon länger zu liegen. Egal. Oh Mann, es waren vier. Fünf. Also wenn da hinten auch noch einer liegt. Sechs. Also hier war richtig was los, seht ihr? Gunner hat Kronkorken dabei. Kaliber 50, 10mm. Patrone Mais, 10mm Automatikpistole.
Pistole. Ja, Pistolen-Sonnenbrille. Nein, Polizisten-Sonnenbrille und Gunner-Wackelbekleidung. Nee, Wachbekleidung. Tut mir leid. Es tut mir leid. Gunner, Kronkorken mit Fusionszelle ausgerüstet. 5mm Patrone, Laserpistole und Lederrüstung-Harnisch. Schmutzige Armee-Uniform. Da liegt noch einer. Mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr mitzählen. Da liegen ganz viele. Wow. Gerne Rekrut nochmal. Kronkorken, Fusionszelle, 45er Patrone, weißer Teller. Lasergewehr, Lederrüstung, Karnisch und Totenkopf, Halstuch, schmutzige Armeeuniform. Und der hier, legendärer Gunner. Aha. Yeah. Des Problemlösers. Lederrüstung, gerechter Arm, reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 15%. Okay, Kronkorken, 308er Patrone, Fusionszelle, 45er Patrone, Rattengift, Lasergewehr, Kampfrüstung Harnisch, Kampfrüstung linkes Bein, Kampfrüstung rechter Arm, Kampfrüstung rechtes Bein, schmutzige Armeeuniform. Das ist ja ungeheuerlich. Die haben ja doch ganz schön hier was mitgemacht. Aber das war's doch jetzt. Ich könnte noch mehr einsammeln. Und noch langsamer werden. Wird man noch langsamer? Man kann noch mehr. Irgendwann bleibt man stehen. So wie in Oblivion. Abladen. Gesamten Schrott abladen. Und sonst noch was? Ja, natürlich. Ganz viel noch. Wir haben aber hier noch keine Truhe, keine Kiste. Nur diese Spindel. Transfer. Ja, leider müssen wir jetzt ein bisschen abladen. Was heißt leider? Eigentlich ist es ja ganz gut. Moment mal. Tatsächlich können wir die Pistole ab... Moment mal. Wir zerlegen einfach ein bisschen was. Hier haben wir doch extra eine Rüstungswerkbank und eine Waffenwerkbank hingestellt. Was baust du da? Mal sehen, was wir alles zerlegen können. Ja, die können wir doch jetzt... Na, die behalten wir für die Wachen. Und die behalten wir, weil die ziemlich cool aussieht. Gehen wir jetzt auch schon nach Aussehen? Die zerlegen wir hier. Impro-Gewehr. Verwerten. Für Kupfer. Verwerten. Die Planke für Holz verwerten. Das Lasergewehr behalten wir. Die Laserpistole auch. Ich glaube, das war's schon. Den Rest müssten wir ablegen. Entschuldigung. Ich hatte irgendetwas im Hals, aber jetzt geht's wieder. Okay. Und was können wir hiervon zerlegen? Lederrüstung war doch hier. Harnisch. Verwerten und wir bekommen Leder daraus. Na gut. Und was ist das hier? Raiderrüstung. Okay. Ja, wenigstens Stahl und eine Schraube, das ist doch auch etwas. Des Kammerjägers Lederrüstung, das ist ja interessant. Reduziert den... Ach, das hatten wir vorhin aufgesammelt. Ja, ich erinnere mich. Soweit kann ich mich noch zurückerinnern. Gedämpft und Polymer. Kampfrüstung behalten wir. Ich sag's immer wieder, ich weiß. Unsere Wachen wollen wir mit Kampfrüstungen ausstatten später mal. Da wir hier zwei Spinte haben... kommen hier eben die Anziehsachen rein, die wir jetzt nicht mehr brauchen im Moment. Ja, okay. Was konnte denn diese Sonnenbrille? Wahrnehmung 1. Unsere kann... Wahrnehmung 1. Okay. Lagern, lagern. Ja. Was war denn mit dem gelben Filzhut? Ach, Wahrnehmung war das. Und hier kommen die Waffen rein. Ja, ein bisschen mehr Begeisterung bitte, ja? Und hier kommen die Waffen rein. Yeah! Ja, genau, so muss ich das anhören. Also, rein damit.
Kampfgewehr. War das unseres? Nein. Rein damit. Und Lasergewehr, Laserpistole. Alles rein damit. Oh, Plasmagranaten. Ja, wofür? Die brauchen wir höchstens dann Plasma. Ach doch, Plasma könnten wir mal ausprobieren. Egal, rein damit. Die wiegen jetzt nur. Und Molotow-Cocktails brauchen wir doch auch nicht so viele. Zwei reichen Splittermine. Alles rein. Das behalten wir. Das ist wirklich gut gegen die Fliegedinger. Fliegen, Fliegler, Flügler, Giftflügler und sowieso und überhaupt. Ihr wisst schon, diese ganzen Fliege, Fliegen, Insekten. Wahrscheinlich sogar gegen Skorpione. Haben wir noch gar nicht ausprobiert. Ja, Kniekracher. Hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir schon mal. Legen wir aber ab. Okay, okay, okay. Was hat die Werkbank Schönes für uns? Kampfgewehr ist da drin. Doppelläufige, ach so. Wir hatten hier auch nichts und haben da schon mal was drin abgelegt. Ziemlich blöd. Das finden wir wahrscheinlich nie wieder, wenn wir es brauchen. Das war alles an Hilfsmitteln hier. Mhm. Okay. Weiter geht's. Die sind aber hier ganz schön weit gekommen. Ziemlich weit hier reingekommen. Liegt hier noch was? Ja, ich weiß, hier hinten lag noch einer. Irgendwo da unten. Da nehmen wir auch alles. Kronkorken, Fusionszelle, 45er Patrone. Gunner-Soldat hat noch dabei 38er Patrone, Stimpack, Lego-Anbissen und abgenutztes Klemmbrett. Wofür hat er denn sowas dabei? Kampfrüstung Harnisch, Kampfrüstung rechtes Bein und Gunner Harnisch. Ein weiblicher Gunner. Das ist, ich weiß, das ist eklig. Ich lasse das jetzt auch. Ich wollte nur gucken, wie das aussieht. Hier ist noch einer. Meine Güte, die hatten ja wirklich Probleme hier. Geht das jetzt immer so los, wenn irgendeine Siedlung angegriffen wird? Sind dann wirklich 10.000 Leute da? Das waren doch jetzt 10.000, oder? Ich habe nicht mal mitgezählt zum Schluss. Der Gunner-Soldat hat dabei Kronkorken, Fusionszelle, 45er Patronen, Molotow-Cocktail, Kram, Kampfrüstung Harnisch und Gunner-Flanell-Hemd und Jeans. Hier ist noch einer. Das ist aber ein Siedler von uns, oder? Nein, ein Gunner mit Kronkorken. 10mm Patrone und 38er Patrone, Stimpack, Schraubenzieher und Militärbarett. Aha, und Sonnenbrille und schmutzige Armee-Uniform. Lass mich bitte. Ja, kein Wunder, dass die hier, dass wir sind angekommen vorhin, bei der Fail-Aufnahme. Da ist der Rechner dann in die Knie gegangen. Das Spiel war dann auch aus. Ja, kein Wunder, dass da, dass wir da andauernd gestorben sind. Okay. Wie wir das einräumen, werden wir sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.